Ein altes Sprichwort sagt, man lernt nie aus, und darum veranstaltet die Börse Stuttgart in regelmäßigen Abständen verschiedene Seminare, um ihre Privatanleger weiterzubilden. Und ein neues Seminar wird in wenigen Wochen starten, ein sogenanntes Online-Seminar. Thomas Wacker von der Traders Media GmbH wird einer der Referenten sein. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. An wen richtet sich denn das Seminar? Ja, das richtet sich an alle Trader, die merken, dass sie an der Börse nicht erfolgreich genug sind und noch Zusatzwissen benötigen, um halt Gewinne dauerhaft zu erzielen zu können. Und wie läuft das Seminar im Einzelnen ab? Das gestaltet sich ziemlich einfach. Man braucht sich nur anmelden. Man bekommt eine E-Mail mit einem Link, den man entsprechend anklickt. Es öffnet sich der Internetbrowser und schon ist man auf dem Bildschirm des Referenten und kann die Präsentation verfolgen. Was unterscheidet nun einen professionellen Trader von einem herkömmlichen, klassischen Anleger hier an der Börse? Das ist sicherlich einmal das Money Management, Disziplin und auch viel Psyche. Also das sind also die Hauptkriterien, die einen Anfänger von einem Profi unterscheiden. Es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, der Trend is your friend. Inwieweit sind Trends auch bei Ihrem Seminar ein Thema? The trend is your friend, dieser Spruch, der bewahrheitet sich immer wieder, da einfach sich, wenn man in einer Hauptrichtung investiert ist, sich die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trades erhöht. Das ist ganz einfach mathematisch so, und das zeigt sich jeden Tag wieder, dass dieser Spruch auch wirklich wahr ist. Costolani sagt immer, 90% der Börse ist Psychologie. Dementsprechend ist die Psychologie natürlich auch für die Trader ein ganz wichtiges Thema und ein Seminarinhalt bei Ihnen. Ganz richtig. Also ich finde, der Costolani, der hat das genau richtig gesehen. Er war auch lange genug an der Börse aktiv. Und auch dies kann ich bestätigen. Die Psychologie ist das A und O. Mit der muss sich jeder Trader früher oder später auseinandersetzen. Wenn er die Technik erlernt hat und entsprechend seine ersten Erfahrungen gesammelt hat, dann wird er ganz schnell merken, dass die Psychologie einer der ganz, ganz großen Kriterien ist beim Traden. Und dementsprechend sollten Anleger das natürlich auch so ein bisschen im Blick haben. Und für alle Anleger, die sich nun für dieses Seminar interessieren, denen sei folgender Link ans Herz gelegt: www.börse-stuttgart.de/online-seminare. Da können Sie sich anmelden und schauen, wie das Ganze funktioniert. Und ich sage herzlichen Dank für das ganze Interview.